Jenseits, Inside. Aha-Momente für mehr Leichtigkeit im Leben, Business und Beruf. Von und mit Silvia Kietil und Shelia Stevens. In diesem Podcast stehen persönliche Erkenntnisse im Vordergrund unter dem Motto There's nothing to do, there's something to see. Du entdeckst die drei Prinzipien hinter dem Leben und lernst, wie mehr Gelassenheit, innere Ruhe und entspannter Erfolg auch für dich möglich sind. Genieße die folgenden Minuten. Ein herzliches Hallo zu der heutigen Episode von Inside Inside, der Podcast für mehr Leichtigkeit. Mein Name ist Silvia Kittel und mit mir wie immer Shelia Stevens, meine liebe Freundin und Kollegin. Hallo. Hi zusammen. Das heutige Thema Self One and Self Two, das innere Spiel verstehen. Was immer wir tun, also es ist wirklich ganz gleich, ob wir im Job sind, ob wir ein Business aufbauen, ob wir Sport betreiben, mit anderen Leuten zusammen sind. Es laufen immer zwei Spiele und ich nenne es jetzt einfach Spiel parallel ab. Das eine ist das äußere Spiel. Das heißt, wir schauen, dass wir erfolgreicher sind. Wir schauen, dass wir mehr Kunden im Business haben. Wir schauen, dass unsere sportliche Leistung besser ist, dass unsere Beziehungen besser sind, dass die Kommunikation besser ist, wir mehr Anerkennung bekommen, Zufriedenheit, was auch immer. Also das ist so dieses äußere Spiel. Wir probieren damit, dass wir irgendetwas erreichen. Und wenn wir draußen am Markt schauen, dann handeln auch die meisten Bücher, die meisten Kurse genau von diesem äußeren Spiel. Also die Managementbücher, Selbsthilfebücher, die gehen, sie handeln immer darum, wie bekommen wir, wie können wir unsere Ziele erreichen. Also wir bekommen Anweisungen, Tipps, Tricks, wie wir unsere Ziele erreichen können. Parallel dazu läuft ein inneres Spiel ab. Und das ist das, was wir spüren, was wir denken, was wir fühlen. Denn wir haben alle schon erlebt, dass wir komplett fokussiert in einer Arbeit sind, dass wir ganz entspannt sind und mit einem Mal, ohne dass irgendetwas im Außen passiert, fallen wir aus dieser Leichtigkeit heraus, wir fallen aus diesem Flow heraus. Es kommen Zweifel hoch, wir jammern, es kommen Selbstvorwürfe oder wir machen Vorwürfe jemandem anderen. Und wie kann das sein, was passiert da in uns, dass es manchmal so einfach nur fließt und ganz leicht geht und dann mit einem Mal plötzlich anders ist? Und einer der, wo ich dieses Thema jetzt wieder aufgegriffen habe, ist in dem Buch The Inner Game of Tennis von Timothy Galway. Und er spricht von diesem inneren Spiel, und zwar von einem Self-One und einem Self-Two. Da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Namen, denen wir das geben können. Ich nenne das Self-One auch das Plappermaul und das Self-Two das unendliche kreative Potenzial. Sydney Banks zum Beispiel nennt das Self-One Thought. Ja, das ist also dieses Gedanken. Konstrukt Content, was wir auch schon mehrmals besprochen haben. Und das Self-Two ist the Mind. Ja, das ist auch, oder auch andere sind der Instructor, der Self-One, und der Performer, der Self-Two. So was tun die jetzt, diese zwei. Es gibt einen Teil, Self-One, Selbst-Eins, der Instructor, der ständig Anweisungen gibt, der sagt, wie wir es besser machen können, was wir denn anders tun sollten. Also das ist so die ganze Zeit am Plappern, das ist so diese Stimme in uns, während das Self-Two einfach tut. Und Timothy Galway hat ein Experiment gemacht. Also er ist Tennistrainer gewesen, mittlerweile ist er auch Coach in anderen Bereichen. Und er hat sich genau auch diese Frage gestellt und wollte wissen, was macht den Unterschied aus und wie können wir das vielleicht auch besser in den Griff bekommen? Und er hat ein Experiment gemacht und sagt, okay, also er selbst ist ja auch der Instructor. Das heißt, er gibt seinen Studenten Anweisungen, halt den Schläger so und so, deine Füße müssen so gehen, du musst den Ball so und so treffen. Und genau diese Instruktionen laufen auch in uns ab. Und er hat sich gefragt, was würde denn passieren, wenn er das nicht macht? Erst wenn er diese Instruktionen nicht gibt, sondern
einfach vorzeigt, was zu tun ist. Und er hat dann seine Schüler genommen und hat gesagt, okay, also ich sage jetzt nichts. Die haben noch nie einen Tennisschläger in der Hand gehabt. Ich sage jetzt nichts, sondern du schaust nur einfach zu. Du. Und er hat dann den Ball ein paar Mal über das Netz geworfen und der andere hat zugeschaut. Und das Spannende war dann, dass er festgestellt hat, dass Leute, die noch nie einen Schläger in der Hand gehabt haben, plötzlich den Ball rüberspielen konnten. Jetzt werden die nicht Wimbledon gewinnen, das ist schon klar, aber sie konnten nach einer kurzen Einstellung, dass der Körper gesagt hat, okay, also hier ist der Schläger, das ist meine Verlängerung und da ist der Ball, konnten die, ohne dass sie Instruktionen bekommen, ohne dass sie Anweisungen bekommen, konnten sie Tennis spielen. Und wir aber legen so ganz stark diesen Fokus auf dieses Self-One, Selbst-Eins, auf diesen Instructor, nur der unterbricht diese Leichtigkeit, diesen Flow, diese Spielerische, weil er es die ganze Zeit reinfährt. Also es ist so ein Messer, das reinfährt, ja, dass es einfach durchschneidet, diese Verbindung zu diesem Self-To. Und ja, also diesen Fokus einmal darauf zu legen, nämlich auch wirklich auch dieses innere Spiel zu erkennen. Und wir leben nun mal in einer Inside-Out-World, ja, nicht in einer Outside-In-World, sondern es so, wie wir tun, wie wir spielen aus uns heraus, so ist dann unsere Leistung auch draußen. Und da mal den Fokus drauf zu legen, das habe ich sehr, sehr spannend gefunden, weil es mir bis dato auch, mir hat es sehr geholfen, es klarer zu sehen und diese Trennung zu machen zwischen den Self-One, Self-Two oder Thought and Mind oder den Instructor oder den Performer. Ja, Shelia, wie deine Erfahrungen mit dem Self-One, Self-Two, Instructor, Performer, weil das ist doch etwas, was uns alle betrifft und wir viel zu wenig Augenmerk drauf legen, oder was sagst du? Ja. Danke für diese spannende Einleitung, Silly. Ich wusste auch gar nicht, was wirklich kommt an der Stelle. Es ist wirklich sehr spannend. Ich habe auch gerade zurück an meine Tennistage gedacht. Und wie ich das gelernt habe, auch ohne Instructor. Ja. Also was mir überhaupt als erstes in den Sinn bekommt, ist, dass es einen sehr großen Teil meines Lebens gab, wo ich gar keinen Unterschied gemacht habe zwischen einem Spieler 1 oder einem Spieler 2. Ich hatte überhaupt kein Bewusstsein darüber, sehr lange Zeit, dass der Instructor da ständig reinfunkt und mit mir spricht. Und ich habe gedacht, irgendwie das ist alles zusammen. Das ist irgendwie wie dasselbe. Das heißt, was mir als erstes in den Sinn kommt, ist überhaupt die Wahrnehmung, es gibt eben zwei verschiedene Spieler oder Charaktere, die am Gange sind. Und dann irgendwann mal habe ich gesehen, dass es diese zwei Charaktere gibt. Und obwohl ich sie als getrennt gesehen habe, also irgendwie der Performer, dieser Spieler 2 oder so sagt er, oder wie hast du das genannt? Self-Two. Obwohl ich irgendwie gesehen habe, Self-Two macht sowieso, was es will, egal was meine Gedanken oder was der Self-One dazu sagt oder anweist, ich habe trotzdem immer meinen ganzen Respekt auf den Self-One gegeben. Also das war irgendwie alles, war darauf ausgerichtet. Was sagt er, was will er, was denkt er und das ist wichtig und das ist wahr. Und dann irgendwann mal zu dem Bewusstsein gekommen, ah nee, dieser Self-Two ist interessant. Das Self-Two, das macht einfach. Es macht einfach spielerisch im Flow, all das, was du sagst. In Self-Two ist da sehr viel Entspannung drin. Und ich kann den Plappermaul Self-One einfach dazu sagen lassen, was es sagt. Und genau wenn Dinge nicht gut laufen,
Und ich gebe einfach vielleicht ein Beispiel von heute. Heute haben wir, zufälligerweise drehen wir am Valentinstag. Und genau an diesem Tag ist so der Tag, wo man sich wünscht, dass die Beziehung toll ist und alles harmonisch verläuft und dass die rote Rosen gebracht werden und so weiter. Und tatsächlich, heute früh hatte ich eine riesen Auseinandersetzung mit meinem Mann. So ein richtig heftiges Thema. Ich werde gar nicht in die Details von dem Thema gehen, aber ich habe gemerkt, wir sind richtig im Clinch, wo wir sonst ziemlich harmonisch unterwegs sind. Und es gab so einen Punkt, ich schminke mich da drüben, dann der ist in seinem Büro, dann denke ich, ich muss rüber gehen und mit ihm sprechen, also marschiere ich darüber. Es gibt auch eine bestimmte Stelle, wo ich mich immer hinsetze und sage, du kannst mich anschauen, in die Augen schauen, ich habe wirklich jetzt was Wichtiges zu sagen. Und dann gingen wir aufeinander los und es war wie sein Self-One und mein Self-One haben sich wirklich gefetzt und du siehst mich nicht, nein, du siehst mich nicht und du respektierst mich nicht und all das. Und irgendwie haben wir gemerkt, solange Self-One mit Self-One spricht, wir kommen überhaupt nicht weiter. Und ich weiß nicht, ob du das kennst in einem Streit, Silvia, dass irgendwann mal, man ist so müde vom Self-One gegen Self-One, dass man irgendwie fast aufgibt. Und in dieser Aufgabe plötzlich landet man bei Self 2 irgendwie automatisch. Und dann kommt eine von uns und bewegt sich in Richtung der anderen auf eine liebevolle Art und Weise, auf eine verständnisvolle Art und Weise. Und dann der andere wechselt auch von Self 1 und Self 2. Und dann plötzlich ist Verbindung wieder dort. Es ist plötzlich wieder leicht zu erkennen, worum es für den anderen geht. Es ist plötzlich Einsicht, wo man selber vielleicht sich nicht so toll eingebracht hat in eine gewisse Situation. Und dieser Self-Two, ja, wie es einfach eine natürlich aufeinander zugehen passiert dann. Und ich weiß noch heute am Ende von dem Streit, wir haben uns wieder versöhnt und alle haben, ich habe mich ausgeweint, er nicht, aber ich fühlte so eine Leichtigkeit, weil all diese Instructions, all diese Gespräche, diese Plapper war einfach dann weg. Und wenn die Instruction weg war, war einfach diese natürliche, nur noch das, was übrig blieb. Das kommt mir in den Sinn dazu. Ja, das ist sehr spannend und es ist, ja, ich meine, wir kennen das alle und da ist natürlich dann immer auch die Frage, ja, also jetzt kennen wir doch die Four Principles und wir beschäftigen uns so viel damit und trotzdem fallen wir dort rein und das möchte ich auch wirklich jedem mitgeben. Also wir sind davor nicht gefeit, also je so viel wir auch mit diesem Thema uns beschäftigen und so viel wir auch aufgeklärt sind und unser Bewusstsein steigern, diese Self-One ist einfach da und das wird auch immer da sein. Also ich habe ja Sydney Banks, ja, diese erleuchtete, wahnsinnig weise Mann, der hat in einem Buch stand das, von der, mir fällt jetzt der Name nicht ein, auf alle Fälle hat er mit einer seiner Schülerinnen haben sie ein Buch geschrieben gemeinsam. Und also sie hat immer zugehört und mitgeschrieben und gemeinsam haben sie dann formuliert, was kommt in das Buch rein und was nicht. Und er war natürlich immer so dieser Weise, der also Self-Two immer präsent, immer da, immer aus der Tiefe und sehr klar. Und sie schreibt dann einen Moment, sie haben das erste Buch fertig gehabt und dann wollten sie noch ein zweites schreiben. Und irgendwann einmal, die waren mitten in diesem zweiten Buch drinnen, stand er vor ihrer Türe und hat sie fürchterlich angemotzt, warum das Buch noch nicht fertig ist. Und die Leute da draußen warten auf das Buch. Sie muss endlich weiter tun. Und das ist viel zu langsam. Und wieso macht sie nicht weiter? Und sie ist irgendwie nur da gestanden, hat diesen wütenden Mann vor sich gesehen. Und sagt, okay, was passiert da? Und er ist dann wütend abgezogen und ist aber zwei Tage danach wieder gekommen, wie er dann wieder dieses Self 2 wieder aus ihm herausgekommen ist und hat sich
über ihr entschuldigt. Aber was es einfach zeigt, dass auch dieser erleuchtete, weise Mann, auch der hat dieses Self-One und irgendwann einmal kommt das einfach durch. Also das ist nichts, was wir jemals ausschalten können und auch nicht brauchen. Mhm. Aber du hast es auch am Anfang erzählt, dass du am Anfang gar nicht das Bewusstsein dafür hattest, also gar nicht erkannt hast, dass es diese zwei Teile in uns gibt, die da so gerne auch gegeneinander kämpfen. Und ich glaube, das ist schon ein ganz wesentlicher Punkt. Wo liegt denn unser Fokus? Liegt denn der Fokus immer auf Self-One, der die ganze Zeit irgendwie plappert und sagt, das musst du besser machen, das musst du anders machen, das ist noch nicht gut genug und wieso stellst du dich schon wieder so an und was auch immer der da von sich gibt? Oder zu erkennen, okay, das ist einfach das Self-One, das ist konditioniert in vielen Fällen, das ist antrainiert, das ist so diese, da trifft sich der äußere Instructor, die äußeren Stimmen mit unserer eigenen inneren Stimme und sagen, okay, ja, und die verzieht sich auch wieder. Und dann kann von ganz alleine, und das kommt von ganz alleine, auch Self-Two wieder durch uns sprechen und kann wieder Harmonie herstellen, nämlich innere und äußere Harmonie und sagen, okay, ja, jetzt hat unser Ego gesprochen oder unser wütendes Ich. Und von ganz alleine, wie so diese, es gibt so diese Wiener Schneekugeln, kennst du diese Schneekugeln, die man, wenn man sie umdreht, dann rieselt dieser Schnee da so runter, wenn sich der setzt sich von ganz alleine, von ganz automatisch und dann ist Klarheit und das ist dieses Self-Two, das einfach auf ganz natürliche Art und Weise wieder in Verbindung tritt, wieder Klarheit bringt, wieder Leichtigkeit bringt. Ja. Ja, so ist das. Fällt dir noch etwas dazu ein? Da ist jetzt... Nee, das fühlt sich für mich sehr vollständig an und vielleicht nur das, was du gerade gesagt hast mit unserer Menschlichkeit in die Augen sehen. Mhm. Das liebe ich zu tun, weil... Ja, das passiert mir andauernd und das ist überhaupt kein Problem. Das macht mich nicht so eine schlechte Ehefrau oder ein schlechter Mensch. Ich verliere mich manchmal in diesem Self-One und ich sehe es in dem Moment überhaupt nicht. Ich fühle mich einfach in dem Moment nur ungerecht behandelt oder nicht gehört, weil mein Gedanken einfach am Amok laufen sind. Und dann komme ich da wieder raus und dann ist alles okay. Also, und es wird wieder passieren. Und das ist in Ordnung. Das ist absolut in Ordnung. Das finde ich schön, dass du das herausgestellt hast, Silvia. Ja, das will ich einfach wirklich mitgeben. Es passiert immer wieder. Ich habe gestern erst auch ein Gespräch gehabt mit einer Freundin, die gesagt hat, ja, und ich weiß das und ich bin da schon wieder reingefallen. Ja, wir werden immer wieder und immer wieder und immer wieder reinfallen. Und es ist okay, wir sind Menschen, wir sind so gebaut, es ist in uns drinnen und es ist absolut okay und wir können darauf vertrauen, dass das Self-Two oder unsere innere Weisheit, Mind, die unendlich kreative Potenzial, was auch immer, wie auch immer wir es nennen wollen, dass das wieder durchkommt und uns in die Ruhe bringt und uns die Stille bringt. Ja, damit viel Spaß mit Self-One und Self-Two, mit unserem inneren Spiel und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.